Herzlich willkommen Leute, hier vom Pariser Autosalon 2024 und heute ist Eröffnungstag, heute wird sogar Emmanuel Macron hier erscheinen, bin mal gespannt, ob wir ihn zu sehen kriegen. Es ist aber ein bisschen kleiner als üblich, also es sind nicht alle Hersteller vertreten, die es so gibt, hauptsächlich natürlich schwerpunktmäßig viele asiatische Hersteller, aber natürlich auch die französischen Renault, Stellantis und VW ist dabei mit Audi, mit Skoda und eben VW selbst, aber Mercedes zum Beispiel kommt nicht. BMW ist vertreten und wir schauen uns gemeinsam natürlich mal die ganzen Autos an. Wie das hier von THK, sieht ja mega gut aus. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Leute, ich bin jetzt hier irgendwie auf dem Stand von Skyworth, nie was von gehört, chinesische Marke und sie haben ja den Skyworth Y. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, so ein Y gibt es ja schon beim anderen Hersteller. Aber schaut euch mal diesen Wagen an. Ich weiß nicht, ob das ein Prototyp ist, eine Studie oder was Echtes. Also rollendes Wohnzimmer mit Kino, also hinten BMW i7, ja quasi mit diesem riesen Display. Und in der Monitorlandschaft, der Wagen besteht eigentlich nur aus Sitzen und Monitoren. Mal sehen, ob der auf die Straße kommt in Europa. Ich würde es mal bezweifeln. Schaut euch das an, ey. Also das ist, glaube ich, der breiteste Monitor, den ich je gesehen habe. Unfassbar. Oh, hier sind ja nicht nur chinesische Hersteller. Hier ist auch Cadillac mit dem Lyriq, sehe ich gerade. Wurde erst irgendwie vor ein paar Tagen in Hamburg vorgestellt. Ja. Elektrische Sitzverstellung, ach, die ist hier. Nicht am Sitz. Sehr, sehr, sehr schick, Leute. Sehr, sehr schick. Schwebende Mittelkonsole, schönes Lenkrad, aber irgendwie doch ein bisschen überfrachtet, finde ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schaltflächen, 10, 11, 12, 13 Schaltflächen, 4 Kipphebel. Ja, alles klar. Jetzt habe ich irgendwas ausgelöst. Schnell wieder raus. Ey Leute, ich bin ja total überrascht. Tesla ist auch hier. Cybertruck, Model S, Model 3, Model Y, Model X. Alles da, was Tesla zu bieten hat. Das ist ja ein Ding. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass sie hier ausstellen. Aber da seht ihr nochmal den Cybertruck. Der Gerät, kann ich nur sagen. Das, Leute, das könnte die Zukunft eurer Haushälterin sein oder eurer Putzfrau. Der Tesla-Bot. Ja, sieht doch irgendwie schick aus. Ein bisschen kleinen Kopf, ne? Ob das Rückschlüsse auf die Gehirngröße zulässt? Ich glaube nicht. Ich glaube, hinter seinem Gehirn, da steht ein Rechenzentrum mit irgendwie 1 Million Nvidia-Chips. Wir sind jetzt hier in Halle 6, ne? Und hier ist zum Beispiel Renault. Hier wird wahrscheinlich auch Stellantis sein. Und irgendwo muss hier der XPeng-Stand sitzen. Wir waren auch gerade in Halle 5, da stehen ganz viele chinesische Hersteller, BYD, Hongqi ist da, ein paar Hersteller, von denen ich noch nie was gehört habe, aber unter anderem auch Tesla. Und dass Tesla hier ist, ja, das wundert mich echt, weil die doch sonst eher nicht so auf Automessen vertreten sind. Und hier, ja, hier Halle 6, da ist schon mal Dacia, dann sehe ich da irgendwie Renault und dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen durchkämpfen hier, ne? Also noch geht es ja hier von der Menschenmenge und diese Messestände sind ja teilweise echt groß. Allein was Dacia hier aufgefahren hat, Wahnsinn. Und das ist sozusagen die Dacias Antwort auf Teslas Cybertruck, würde ich mal sagen. Also das ist ja richtig irre hier, ne? Dacia Sand Riders, okay. Ja, und hier haben wir ihn, den neuen Dacia Spring. Also neu deswegen, weil er ja gefaceliftet wurde. Mal kurz mal gucken. Ja, sieht doch deutlich besser aus als die erste Version. Viel hochwertiger. Gefahren bin ich ihn aber noch nicht. Aber auf jeden Fall hier so das ganze Cockpit mit den Displays. Das sieht alles ein bisschen besser aus, muss man einfach so sagen.
Ja, interessant. Ich hoffe, dass ich dann auch mal wieder fahren kann. Wir haben jetzt hier 70% Akkuanzeige, 147 Kilometer Reichweite. Also über 200 kommt er ja normalerweise. Und er lädt halt nur nicht so schnell. Aber ist ja auch kein Auto für die Langstrecke. Und dafür ist er halt ziemlich günstig. So Leute, jetzt sind wir hier beim Stand von XPeng. Und jetzt weiß ich auch, was XPeng noch so vorhat. Ne? Schaut mal da oben. Ein Flugauto. Ja, darauf haben wir doch alle gewartet. Und natürlich fährt es oder fliegt es elektrisch. Hier der G9. Großer SUV. Super Auto, mega Ladegeschwindigkeit, wahnsinnig viel Platz. Also man kann die Beine hier fast komplett ausstrecken. Also schönes, so oranges Leder, also ist Geschmackssache, ne? Aber sieht hier wirklich gut aus. Und schaut euch mal die Monitore da vorne an. Ist ja Wahnsinn. Die Farbe ist auch cool, so mattes, was ist das? Ein bisschen türkis, metallic, silber. Ah, das ist der P7, den habe ich gar nicht erkannt ohne Flügeltüren. P7 Plus, okay. Längerer Radstand oder weswegen das Plus? Leute, und ich habe gerade von XPeng erfahren, dass dieses Flugauto hier, ist jetzt nicht irgendwie eine Studie, sondern das ist in China tatsächlich schon zu haben und fliegt auch schon rum. Ja? Also kann man tatsächlich in China haben, so ein Auto, Auto in Anführungsstrichen, und man kann damit ja durch die Stadt fliegen. Fragt mich aber nicht, zu welchen Bedingungen. Und ob das jemals nach Europa kommt, das, ja, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Die Regulatorien hier sind wahrscheinlich viel zu streng. Das wird hier niemals zugelassen. Und dann ging sie los, die große XPeng-Pressekonferenz mit dem Thema AI Mobility, also Mobilität mit künstlicher Intelligenz gepaart. Und der CEO von XPeng, He Xiaopeng persönlich, enthüllte dann den XPeng P7 Plus für die Presse. Ein Auto, was in China auch neue Maßstäbe setzen soll, aber eben auch weltweit erscheinen soll. Also wir dürfen gespannt sein, was XPeng alles noch so auf die Beine stellt. Jedenfalls haben sie sehr viel von Tesla übernommen, zum Beispiel auch eine riesen Gigapresse, mit der sie die eben die Chassis teilweise pressen, um so auch die Produktionskosten niedrig zu halten, was sich dann auch entsprechend in niedrigen Verkaufspreisen niederschlagen soll. Ja, und hier, das ist natürlich einer der größten Stände, das ist natürlich Renault. Und die haben ja hier echt viel zu bieten. Die wollen hier auf dieser Messe, ich glaube, 5 Weltpremieren vorstellen. Und da sind wir mal gespannt. Ah, da hinten sehe ich schon mal den Twingo. Das ist ja quasi momentan nur eine Studie. Da gehen wir kurz mal hin. Schaut euch mal diesen schönen Wagen an. Ich hoffe, der kommt dann genauso in Serie. Das wird mit Sicherheit einschlagen. Wir wissen leider noch nicht, wie groß der Akku sein wird. Und da vorne, das ist ein hellblau, da, das ist der neue R4. Der soll ja auch rauskommen, also als Retro-Version. Tatsächlich erkennt man eine Ähnlichkeit zum alten R4. Ich weiß noch, meine Schwester hatte einen und wir sind mal irgendwie, glaube ich, 500 Kilometer mit dem R4 im Winter gefahren. Ohne Heizung und mit ganz komischen Scheibenwischern. Also ich kann nicht sagen, es war eine Horrorfahrt. Aber ich glaube, mit so einem Auto, da wird das heutzutage irgendwie 30 Jahre später doch ein bisschen angenehmer sein. So, das ist er also. Den kann man jetzt tatsächlich hier anfassen. Der neue Renault 4 R4 E-Tech. Ja, also erinnert doch sehr stark an den R5. Wir haben ja auch wieder hier den Halter für das Baguette, ne? Nicht vergessen. Das muss ja unbedingt dabei sein beim französischen Auto. Dann haben wir hier elektrische Sitzverstellung. Jo, teilweise elektrisch, teilweise mechanisch. Schönes Lenkrad. Multisense, das ist wahrscheinlich der Mode-Wahl-Taster. Ja, sieht im Prinzip von innen doch relativ gleich aus wie der R5. Und entspricht so gar nicht mehr dem alten R4, auch dem alten Image von dieser Blechkiste. Also mit dem Auto, da kann man sich wirklich vorstellen, auch ein bisschen zu reisen. Vor allem hat er auch ein bisschen mehr Platz als der R5. Aber das gucken wir uns mal eben kurz an, indem wir uns hinten reinsetzen. Wobei, Platz, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, auf jeden Fall kann man hinten noch gut sitzen. Wenn ich hinter mir sitze, geht's. Kopffreiheit ist auch okay, ist ja mehr so ein kastiger Wagen. Aber sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich weiß aber den Preis noch nicht, für welches Geld er rauskommen soll. Schauen wir uns mal kurz den Kofferraum an. Elektrische Heckklappe, ja. R4 und elektrische Heckklappe, dass ich das noch erleben darf. Okay, wir haben hier so eine Schale, kann man rausnehmen. Wahrscheinlich ist hier noch so ein Boden drüber normalerweise. Der fehlt jetzt hier in diesem Messeausstellungsstück. Das kann man sicherlich umlegen. Sieht aber sehr geräumig aus. Ich würde mal sagen, in dieses Auto, da wird der Hundetest auch ohne Probleme klappen.
Aber ist das Fenster ist natürlich total schmal. Ne? Hier ist noch so eine Variante ohne Türen. Und hier sieht man mal, was in so ein R4 alles reingehen würde. Ein ganzes Surfbrett kriegen wir hier rein. Und noch Koffer und was weiß ich, eine Geige oder Mandoline oder was auch immer das sein soll. Und hier sieht man sogar den Akku, 52 Kilowattstunden. Aber ich glaube, das ist nicht Serie so. Aber in jedem Fall ist es so, dass die Franzosen es genauso gemacht haben wie beim Insta von Hyundai. Die Sitze kann man flach umlegen hinten und die Vordersitze kann man scheinbar auch flach umlegen. Also das ist doch mal super, dann hast du hier echt viel Stauraum. Das dürften dann auch so knapp 2 Meter sein. Ja, das sieht ja mal richtig abgefahren aus. Ne? Also ich glaube, der Renault 4, ich muss echt sagen, Hut ab. Das ist ein Wagen, der könnte auch einschlagen wie eine Bombe, genauso wie der R5. Der sieht echt schweinegeil aus. Ja, und wo wir gerade von Retro-Design sprechen, hier der R5. In dieser Farbe, dieses Blau-Metallic, sieht auch mega gut aus. Ich meine, es gibt auch noch dieses Gelb und es gibt dieses Grün und es gibt ihn in Weiß. Echt schwierig, welche Farbe man nehmen soll, ne? Aber diese Farbe hier, also sieht richtig geil aus. Also auch hier mit dem Licht, man weiß nicht, wie es am Tag aussieht. Aber mit diesem matten, schwarzen Dach, so in Carbon-Optik so ein bisschen. Eieieiei, ist das ein geiles Auto. Das ist die Roland Garros Edition offensichtlich. R5 Roland Garros steht hier dran, also tennismäßig. Ne? Was ein tolles Auto. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich den mal fahren darf. Aber das wird eine Ikone, das kann ich euch versprechen. Dieser Wagen, der sieht einfach so gut aus. Also ist der schönste Elektrokleinwagen momentan auf dem Markt, würde ich sagen. Wie findest du ihn, Luca? Super. Super, ne? Könnte dir auch gefallen, oder? Ja. Ja, und hier sind die anderen Farben, ne? Dieses Gelb. Auch Metallic tatsächlich, mit Metallpartikeln. Schimmert so ein bisschen. Hier in Weiß sieht aber auch schick aus, mit diesen roten Streifen an den Türen. Richtig gut. Und das schwarze Dach dazu, ja, das sieht ja echt mega aus. Auch das Weiß ist so Metallic, so Perleffekt, ne? Gut in Schwarz, auch nicht schlecht, aber eher langweilig. Beim Renault 5, da müssen es irgendwie knallige Farben sein, finde ich. Auch dieses Grün, auch alles Metallic, ne? Es sieht so gut aus. Also welche Farbe würde ich nehmen? Vielleicht würde ich Weiß nehmen oder dieses Blau. Man ist ja dann doch nicht mutig genug, ne, für Grün oder Gelb. Hier hat man so schöne Luftauslässe, so, da wird wieder diese Tagfahrlichter zitiert. Richtig schick, richtig schick. Auch hier vorne wieder mit diesem Kunstleder bezogen, diesen gelben Ziernähten passend zu den Sitzen. Sieht richtig gut aus. Ja, mechanische Sitzverstellung. Astrein, Leute, astrein. Das wird das Auto. Und hier die 5 übrigens, ne, Luca, die zeigt den Ladestand an, die Striche. Je nachdem, wie voll die Batterie ist, desto mehr Striche leuchten. Ja, der muss kommen hier, der muss kommen. Jetzt betreten wir den Stand von Kia. Kia EV9 natürlich da. Der facegeliftete EV6. Das sieht doch so aus, als wäre das der EV3. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf auf diesen Wagen. Habe ich so noch nicht live gesehen. Sieht ja so ein bisschen aus wie der EV9, die neue Designsprache von Kia. Aber deutlich kompakter, mehr so wie der e-Niro. Auch ein Auto der Zukunft, würde ich sagen. Auf einen relativ günstigen Preis. Super Reichweite, super Ausstattung und auch super Design, finde ich. Mal gucken, ob wir einsteigen können. So. Ja, 93% im Akku, 469 Kilometer Reichweite wird angezeigt. Das ist doch amtlich. Und Kia Design, neue Designsprache. Alles ein bisschen grau gehalten hier, muss ich zugeben, das Grau gefällt mir jetzt nicht so, ein bisschen trist. Aber die schöne Monitorlandschaft kennt man auch so ein bisschen aus dem EV9 schon. Hier alles offen, induktives Laden. Hier so ein kleiner Tisch, ne? Zur Ablage, kann man den sogar vorziehen, genau. Kann man theoretisch sogar einen Laptop draufstellen oder die Tassen. Ein sehr schönes Auto, sehr geräumig. Und ich hoffe auch sehr effizient. Kofferraum,
Okay, mechanische Kofferraumklappe. Ja, sieht auch ganz geräumig aus. Ne? 370, 380 Liter vielleicht. Und hier unten drunter ist noch ein großes Fach, 120 cm Tiefe. Passt auch einiges rein. Also Hundetest wird dieser Wagen definitiv auch bestellen. Ja, und das ist doch ein Auto, das kenne ich doch irgendwo. Ja, habe ich doch zuletzt erst gefahren, den Ford Explorer. Und da hinten ist der Capri. Ich habe ihn schon gesehen. Hier ist er noch irgendwie zugedeckt. Aber er soll dann wohl im Laufe der Tage hier enthüllt werden. Gut, aber wir kennen ihn ja schon. Ihr habt ja mein Video hoffentlich gesehen. So, jetzt sind wir in Halle 4. Und hier kommen wir langsam mal zu den deutschen Herstellern. Ich sehe da nämlich schon VW. Hier ist Stellantis, Citroën, Peugeot. Hier ist auch Mini da. Skoda ist da. Und irgendwo muss ja auch noch Audi. Da ist Audi, genau, da wollte ich auch noch hin. Also das wird jetzt spannend. Mal im Vergleich gucken, wie die deutschen Autos dagegen aussehen. Ja, gleich als erstes natürlich VW ID.7 Tourer. Eigentlich ein schönes Auto. Ich suche jetzt eigentlich den Skoda Elroq. Mal gucken, ob wir den auf dem Stand hier finden. Ist da vielleicht das unter der Plane? Das kann natürlich sein, dass sie ihn dann irgendwie noch enthüllen wollen. Okay, dann werden sie ihn hier noch enthüllen. Alles klar. So, kaum ist Mittag vorbei, da haben sie nämlich auch den Elroq enthüllt. Jetzt kann man endlich mal live sehen, ohne Plane drüber. Unter 40.000 auf jeden Fall. Und da wird VW wahrscheinlich sich anstrengen müssen, um da mitzuhalten mit den IDs. Kofferraum aufmachen. Ja, schaut euch mal den Kofferraum an, sieht auch ziemlich geräumig aus. Daten habe ich jetzt nicht im Kopf. Hier ist jetzt quasi nichts mehr drunter, nein. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist alles. Aber hier gibt es auf jeden Fall Fächer. Zwei Ebenen. Und das ist auch sehr praktisch, dass man das Ladekabel hier in so ein Netz verstauen kann. Ja, Skoda, immer tolle Ideen dabei, finde ich. Und jetzt gehen wir mal zu BMW, die sind nämlich gleich nebenan. So, bei BMW gibt es auch was Neues zu sehen. Wir haben hier zum Beispiel einen John Cooper Works, also einen Mini Cooper in der Edition John Cooper Works. Auch alles voll elektrisch. Der sieht schon mal sehr sportlich aus, finde ich. Richtig schick. Schaut euch mal die Felgen an hier mit den roten Bremssätteln. Auch hier die rot lackierten Außenspiegel. Rot lackierte Details. Und das Dach zweifarbig mit so einem Farbverlauf von rot zu schwarz. Ja, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Jetzt schaut euch das mal an hier. So eine runde Scheibe als Display. Ne? Also das ist auch mal sehr innovativ. Sieht richtig schick aus. Super sportlich. Hier alles mit Stoff bezogen. Auch die Tür mit Stoff bezogen. Hier ist Kunststoff. Schöne Ledersitze mit roten Ziernähten. Aber hinten, ganz ehrlich Leute, hinten, wenn ich hier sitze, dann ist hinten kein Platz mehr. Also das ist eigentlich ein Zweisitzer. Aber ein sehr schicker. Und hier haben wir den neuen Mini Ace Man. Also ein bisschen größerer Mini Cooper. Interieur ist ähnlich, auch mit dieser schönen Displayscheibe. Auch alles schöner Stoff, diesmal in Blau gehalten, mit so einer orangen Farbe. Und diesmal haben wir aber hinten deutlich mehr Platz. Ne? Wenn ich jetzt mal hier Platz nehme. Ja, im Ace Man, da können vier Erwachsene auch endlich mal mitfahren. Auch Kopffreiheit ist gut, Füße passen super unter den Sitz. Aber wir haben hier aus irgendwelchen Gründen wieder mal noch einen Mitteltunnel, was die Beinfreiheit dann doch ein bisschen einschränkt. Schade eigentlich. Weil der Türgriff ist auch cool hier. Ja, und Stellantis, die geben wieder mal Gas. Hier sind wir beim Stand von Alfa Romeo und hier gibt es den Alfa Junior Veloce, neue Ausführung, also quasi die Sportversion. Sieht ja auch richtig gut aus. Ne? Schaut euch mal das hier an. Ein Kühlergrill alleine. Nicht schlecht. Die Alpha. Also eigentlich muss er dann auch genau an dem Rot sein. Die Felgen, Leute. Schaut euch mal die Felgen an. Ist das nicht cool? Wieder schöne rote Bremssättel hier.
Ein bildschönes Auto. Okay. Einen zweiten Boden haben wir auch noch. Geht der elektrisch? Ja. So, und vielleicht habt ihr von dem schon was gehört. Den T03 von Leap Motors. Also ein super knuffiger Kleinwagen. Aber das ist halt nicht alles. Leap hat noch viel vor. Und schaut euch mal diese drei Modelle an. Die kommen ja auch noch. Das sind dann eher größere SUVs. Der eine heißt C10. Dann gibt es den B10. Und lass mich raten, das müsste A10 sein. Nein, das ist der C16. Ja, und BMW selber, da müssen wir auch noch mal kurz vorbeikommen. Oh, ha, der nächste iX5 ist mit Wasserstoff betrieben. Ja, wer es glaubt, wird selig. Okay, das ist BMWs einziges Wasserstoffauto, auch das einzige, was sie überhaupt gebaut haben. Ich sage das jetzt mal so provokant und wird auch wohl das einzige bleiben. Aber sie können es. Technologieoffen heißt das Stichwort. Ja, und der i7, quasi die Mutter aller Luxusautos, habe ich auch schon mal im Test gehabt. Falls ihr das Video gesehen habt mit dem abgefahrenen Bildschirm hinten. Aber dieser eine Chinese, wie hieß der noch? War das Avatar oder wie der hieß? Der hatte auch so einen Riesenmonitor. Der war sogar noch größer als beim i7. Was haben wir hier noch? Einen schönen i4. Ja, wunderbar. Also BMW kann ja echt gute Autos bauen. Ne? Der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Sie sind ja, was die Verkäufe von elektrischen angeht, in diesem Jahr so knapp hinter Tesla im Moment, was die Verkaufszahlen in Deutschland angeht. Aber es ist halt nur Deutschland. Ne? International, weltweit, gerade auch China, da sieht BMW nicht so gut aus. So, und jetzt sind wir hier bei der neuen Klasse. Das ist ja sozusagen die Zukunft, die BMW selbst beschreibt. Die beiden Autos sehen doch noch sehr nach Studie aus. Ob die so in Serie gehen werden, das würde man abwarten müssen. Aber natürlich ist die neue Klasse vermutlich hauptsächlich elektrisch gedacht. Sehr puristisch, sehr clean. Vor allem der da. Schau dir mal das Design an. Das sieht doch schon richtig gut aus. Ne? Gut, die Außenspiegel, die werden so natürlich nie kommen. Das Interieur, ob das jetzt genauso aussehen wird, weiß man nicht. Der Kühlergrill, alles mehr oder weniger verglast. Ja, das sieht schon sehr futuristisch aus. Man darf gespannt sein, was davon in Serie gebaut wird. Ich vermute mal, außer der gesamten Form, der allgemeinen Form, wird man auf der Straße von dem Auto nicht viel wiedererkennen. Leider, weil das sieht richtig gut aus. Ich finde den Bass ja irgendwie cool. Man kann ja sagen, was man will, ne? Aber der Bass ist ein cooles Auto. Interieur, gutes Geschmackssache, ne? Viel Plastik da, aber es ist einfach optisch absoluter Hingucker. ID GTI Concept, den gucken wir uns nochmal an. Also dieser GTI Concept von der ID-Familie, der hat jetzt schon das neue Gesicht, was auch der ID2 haben wird, zumindest in dieser Konzeptstudie. Und ist dann eher so wieder klassisch VW, wie man den Golf so kannte, den Polo so kannte, in die Zukunft transportiert vom Design. Also der gefällt mir jetzt hier richtig gut, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob der auch so kommt. Er sieht richtig bullig aus. Ja, gefällt mir. So, hier sind wir bei Audi. Setzen wir uns doch mal in den Audi S6 e-tron. Bonjour. Bonjour. Ja, und das ist wieder so ein Auto, wo wir ganz viel Klavierlack haben, muss ich echt sagen. Und das ist schon total verschmiert. Also ist echt schade drum, ne? Warum immer dieser Klavierlack? Aber die Displaylandschaft hier, Curved Display, Riesenmonitore, drei Displays, gefällt gut. Aber preislich würde ich sagen, jenseits von Gut und Böse im Moment. Ne? Setzen wir uns mal hinten rein. Ja, hinten ist gut viel Platz, muss man sagen. Kopffreiheit ist knapp, also gerade hier der Holm. Da stößt man so ein bisschen dran mit dem Kopf. Ne? Aber ich glaube, hier kann man luxuriös reisen. Und hier haben wir den neuen e-tron GT. Gut, die RS-Version. Aber den e-tron GT im Facelift, den werde ich übrigens im Dezember zum Tester haben. Und dann wollen wir mal sehen, was der drauf hat. Sieht auch wirklich sehr, sehr schick aus. Ne? Auch eins der schönsten Autos, finde ich.
Ja, und Alpitronic ist auch hier auf einer Automesse. Ja, finde ich super. Alpitronic ist ja einer der, ja, der besten Anbieter von Ladesäulen, also Hardware momentan überhaupt auf dem Markt. Ne? Also die sind total zuverlässig und fast jeder Ladeanbieter rüstet gerade auf Alpitronic um. Macht auch Sinn. Ja, und wenn man hier so durch die Hallen geht, ganz ehrlich Leute, wer da jetzt irgendwie noch Zweifel hat an der Elektromobilität, dass das die Zukunft ist, ich meine hier in dieser Ausstellung, in der Paris Motor Show, da sind, ich würde mal sagen, 80% stehen hier nur E-Autos und bei den Chinesen sind es fast 100% nur E-Autos. Aber auch die europäischen Hersteller hier, also sei es Renault, sei es Stellantis, sei es VW, Audi, die haben unglaublich viele, Kia nicht vergessen, die haben, Kia ist ja kein europäischer Hersteller, aber die haben unheimlich viele E-Autos hier stehen. Und die Verbrenner, die geraten irgendwie immer mehr so ein bisschen verschämt ins Hintertreffen. Oder hier Iveco, ne, mit den ersten gewerblichen Autos, so Pickups oder irgendwelche Kastenwagen. Alles elektrifiziert, sogar mit Vehicle to Load offensichtlich. Also es wird einfach immer mehr. Und ja, wer daran noch Zweifel hat, der sollte einfach mal auf so eine Messe gehen. Ist irgendwie toll zu sehen. Ja, und hier haben wir Peugeot. Da gibt es auch was Neues, und zwar den E5008 zum Beispiel. Auch in dieser etwas getarnten Farbe. Also die E-Offensive der französischen Autohersteller läuft. Sogar in der GT-Version. Richtig cool. Was ist das hier? Guckt euch das mal an. Was ist das abgefahren, Leute? Wieder eine Studie. Ich will mal sagen, schon 80% fertig. Genauso kommt die auf die Straße, oder was meint ihr? Ja, die Sitze sehen so ein bisschen unbequem aus. Ich weiß auch nicht, aber es kommt mir fast so vor, als wäre es unbequem. Aber hier durften sich die Designer da mal so richtig austoben, ne? Ja, die haben bestimmt Spaß gehabt. Ja, und hier haben wir von Citroën den EC3. Den habe ich so auch noch nicht live gesehen. Kommt man da rein? Gut, der ist jetzt abgeschlossen. Aber sieht auch sehr, sehr gut aus, soll auch unter 25.000 Euro kosten, zumindest die Basisausstattung. Ja, man darf gespannt sein. Ich bin gespannt, wenn ich ihn das erste Mal fahre, wie er sich so schlägt. So, Leute, jetzt haben wir hier ein Auto. Das ist auch wieder so ein Ding, das habe ich noch nie gesehen. Die Firma heißt irgendwie Autolink, glaube ich, keine Ahnung. Und der Wagen heißt Avatar. Ist auch so eine Elektrolimousine. Boah, was für ein Geschoss. Hier induktive Ladeschalen, aber das ist ein bisschen rutschig. Aber lädt sofort, Leute. Selbst in diesem Prototypen. Das Lenkrad, das ist ein bisschen Yoke-mäßig, ne? Also völlig rechteckig. Aber fasst sich ganz gut an. Außenspiegel, Monitore, großes Zentraldisplay. Und hier durchlaufendes Display mit allen Informationen. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen, ne? Das ist ja auch abgefahren. Panorama-Glasdach 3 geteilt, 3 Segmente. Hier ist noch so ein rotes LED-Band. Hier auch Ambient-Beleuchtung, elektronischer Außenspiegel. Wie geht die Tür zu? Boah, ey, was ist das für ein Auto? Also ich muss echt sagen, so die Chinesen, ne? Wenn die ihre Autos designen, auch von innen, das ist einfach hier Zukunft. Das ist so, wie man sich Autos im Jahr 2030 oder 20 vorgestellt hat, vor 50 Jahren. Genauso sieht es hier aus. Und das ist einfach bei den deutschen Herstellern manchmal ein bisschen schade, ne? Die pochen dann immer so auf ihre Knöpfe, weil die Kundschaft das angeblich so will. Aber die Kundschaft in anderen Ländern, hauptsächlich in China, im größten Automarkt der Welt, ja, die möchte offensichtlich sowas hier. Und das haben die deutschen Hersteller einfach nicht anzubieten. Und deswegen, glaube ich, ist das auch das große Problem im Moment. Das ist nur die Frage, wie geht die Tür wieder auf? Film mal weiter, ich muss mal eben hier rauskommen. Ah, hier, das ist der Taster. Das ist der Taster, um die Tür aufzumachen. Und sie zuzumachen. Wie geht sie elektrisch zu? Warte mal, das mache ich nochmal eben. Zack. Ja, sie geht automatisch zu. Hey, das ist ja abgefahren. Okay, das habe ich nicht gemerkt.
oh, das stellt sich alles auf mich ein oder auf den Vorsitzer hier. Das passt aber. Jetzt mache ich mal wieder auf. Das geht nicht auf. Nee. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Siehst du? Ja, irgendwie hat es ein bisschen gedauert, bis die Tür aufging. Ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier nie wieder rauskomme. Aber es gibt Schlimmeres, als in diesem Wagen gefangen zu sein. Ich stehe jetzt hier vor einem GAC, der heißt Hyper SSR oder Hyper SSR. Wieder so ein elektrischer Hypercar mit Flügeltüren. Abgefahrene Optik, Leute. Schaut euch das mal an. Hypetech offensichtlich, die Bezeichnung. Hypetech SSR. Hier voll Carbon, ey. Mit Parksensoren an der Tür, damit er nirgendwo gegendengelt, ne? Zwei Stück. Okay, das sieht jetzt nicht besonders schön aus, leider. Und das ist offensichtlich der Türöffner. Da geht aber gerade nicht. Schade. Ja, und endlich sehe ich nochmal den MG Cyberstar. Ich habe mich schon ewig drauf gefreut, den mal live zu sehen. Ah, ist das nicht schick? Leute, oh, ist das schön. Ich bin ja so ein von Haus aus Cabrio-Fahrer, ne? Und hier, voll dachlos. Und dann mit solchen Türen. Der Wahnsinn. Ja, das sieht doch mal gut aus. Aber wir haben hier fürs Handy so eine verschämte Seitentasche. Schöner Griff zum Festhalten. Wahrscheinlich braucht man das bei diesem Wagen auch. Der wird sich bestimmt ziemlich dynamisch fahren. Aber das Interieur sieht auch echt mega schick aus, ne? Gerade mit diesem Rot-Schwarz. Echt cool. Ja, Leute, wer behauptet, dass E-Autos irgendwie keine Emotionen verbreiten? Ich meine, der muss doch einfach mal sich in so ein Auto setzen. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Das sind doch Emotionen pur hier. So, jetzt sind wir hier bei Alpine oder Alpine, der Tochter von Renault. Und hier gibt es neben dem Showcar, der Studie, der A390 Beta, übrigens schweinegeil, gucken wir uns gleich nochmal an, auch den ja, Alpine A290 alias R5 Sport, also getunter R5 im Prinzip. Mann, sieht der gut aus, Leute. Also da muss doch das Tunerherz hier höher schlagen, schaut euch das mal an. Hier sind das die Tagfahrlichter mit so einem X drin, auch hier. Den LED-Scheinwerfern, so ein X eingelassen. Echt cool. Kann man den aufmachen? Ja, tatsächlich. In der Sportausführung von Alpine. Und allein die Gangwallhebel, also die Gangwallschalter dort. Was sagt denn der Stauraum? Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Geht sehr tief runter, also bestimmt 25 cm. Also mein Hund hätte da ein Problem einzusteigen. Dann haben wir hier noch einen doppelten Boden. Ja, hier ist natürlich Audioanlage drunter, Subwoofer. Und die Sitze kann man umklappen, 60 zu 40. Was mag das sein? 350 Liter höchstens? Nein, weniger wahrscheinlich, ne? Und jetzt gehen wir mal zum A390. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Airbus. Der A390 Beta. Schaut euch das an. Also hier mit so Plexiglaskristallen. Boah, Leute. Jetzt geht die Tür auf, hier, elektrisch. Also das ist ja jetzt eine Studie und ich denke nicht, dass sie so auf die Straße kommt, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Es sieht so aus, als würde irgendwie das Kunststoff, der Stoßfänger so langsam zerfasern. Boah, Leute, sieht das geil aus. Das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Und das als E-Auto, das hätte man sich vor 3-4 Jahren einfach auch nicht träumen lassen, dass es sowas mal als E-Auto geben wird. Leute, ich bin gerade so ein bisschen ehrfürchtig.
Ich stehe vor dem Original DeLorean von Zurück in die Zukunft. Das Original Filmauto. Und nicht nur das, es gibt auch noch ein zweites Filmauto von Zurück in die Zukunft, nämlich das Auto vom zweiten Teil, mit dem die Polizei in Hill Valley rumgeflogen ist. Ja, geflogen. Natürlich fliegt er auch. Ihr könnt es sehen. Die Räder kann man einklappen und dann hebt er ab. Ja, leider nur im Film, weil fliegende Autos, das haben wir bis heute irgendwie nicht. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Und dann war es soweit. Der gesamte Vorstand inklusive CEO von Renault wartete auf den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der dann irgendwann auch kam und sich den großen Stand von Renault und natürlich auch von Alpine anschaute. Und ja, da war schon einiges los, muss man sagen. So, das war unser Tag hier beim Pariser Autosalon und ihr habt ja gesehen, was hier los ist an Automodellen und große, kleine, dicke, dünne, also luxuriöse und auch ein bisschen günstigere. Also wenn die jetzt hier alle auf die Straße kommen, also so gut wie alle elektrisch, ja, da wird es richtig spannend und die europäischen Hersteller geben hier auch ein bisschen Gas, zumindest einige. Da darf man gespannt sein, welches Auto sich jetzt hier gut verkauft und welches nicht. Aber die Chinesen, ich muss echt sagen hier, die haben mich wirklich beeindruckt, was die hier alles hingestellt haben. Gut, nicht jedes Auto wird davon in Europa erscheinen, aber viele davon. Ja, ich würde sagen, die Zukunft wird spannend und vor allem, sie wird elektrisch.